Eine halbe Stunde spät. So eine Granatensauerei. Das kannst du aber laut sagen. Eine halbe Stunde spät. Eine halbe Stunde. Mir reicht schon für den ganzen Tag. Na komm, wie halbe Stunde hast du am Tag noch nie geschafft? Und jetzt kommst du diese halbe Stunde, wo du normal schaffen darfst, auch noch spät. Das macht mich stocksauer. Nein, ich bin stocksauer. Du kannst gerade stocksauer sein, weil ich ja schon stocksauer war, wo du noch gar nicht da warst. Du weißt ja gar nicht, wie lange ich schon stocksauer bin. Ich war vielleicht schon stocksauer, als du da Hand noch dackelhaft friedlich vor den Atrium hast. Ich lass mir doch mein stocksauer sein von dir nicht wegnehmen, bloß weil du behauptest, du seist schon vorher stocksauer gewesen. Gut, dann behalt halt dein stocksauer. Ja. Dann bin ich halt granatenmäßig sauer. Saurer Gott schon gar nicht mehr. Und noch heute Abend werde ich vor dem Rathaus demonstrieren. Ja, ich geh mit, um was geht's? Du, wenn heute Wahlen wären, mein Lieber, dann wäre ich dafür, dass wir dagegen sind. So sauer bin ich. Na, wieso denn das? Abgeschleppt hätten sie mich. Was? Deine Weiber von deinem Fanclub? Die blöde Segel vom Ordnungsamt oder von der Stadt, vom Land, von der Regierung. Den mein Auto einfach abgeschleppt. Was? Wann? Wo? Gerade eben, da, vom Marktplatz. Oh, komm. Da hast doch du sicher wieder auf der Sperrfläche geparkt. Du weißt ganz genau, was auf dem Schild steht. Ja, gut, gut. Klar bin ich nicht Feuerwehr, aber hier ein Auerrots Auto. Ne? Aber deswegen muss man doch nicht so narr sein. Natürlich ist das ärgerlich, aber deswegen ist man doch nicht stocksauer. Mhm. Sollst du mal sehen, was gestern mit meinem Auto passiert ist? Ja, du bist mir gerade auf dem Parkplatz auffallen, du. Das sieht ja nicht schön aus. Was war denn da? So ein blöder Schnesel mit seinem Posse, der hat mich gesträuft. Oh, ne? Und dann denkt, da machst du kein großes Aufhebens, gell? Wenn du dem Nachhang sagst, gibst du mir 100 Euro und dann sind wir quitt. Ja, aber die Großteile daneben. Das ist ja, der hat bloß einen 500 Euro Schein gehabt und ich hätte nicht rausgeben können. Also, dass du da so ruhig bleiben kannst. Aber ich will mir nicht mehr alles gefallen lassen. Gleich morgen gange wählen. Also, weil ich weiß, sind momentan keine Wahlen. Das ist mir egal. Ich muss meine Wut in irgendeinem Schlitz loswerden. Ich schmeiß morgen gleich einen alten Wahlzettel in der Briefkastenschlitz vom Rathaus. So. Dann bist du jetzt also auch einer von denen, ja? Von den welchen? Von den Protestwählern. Ich werde halt in letzter Zeit immer gleich stocksauer. Neulich habe ich mitten in der Nacht zum Fenster rausgeschrien. Hast du wieder deinen Albtraum gehabt? Wo du immer zum Schluss schreist. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, ganz anders. Wir haben doch den Biergarten da gleich in der Nachbarschaft. Und du, ich werde granatenmäßig narren, wenn die Leute an der nachts nach 10 noch saufen. Dann hast du das Fenster rausgeschrien. Ruhe! Ich will meinen Rausch ausschlafen. Du machst mich schon wieder stocksauer. Ja, dann wird's Beste sein. Ich mach meine Ansage. Ja. Ja, der steht drauf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der Wollnismühle und zu Hause. Heute bei uns zu Gast Maxi Stettenbauer, ein im niederbayerischen Schwarzach aufgewachsener Kölner. Und dann kommt der Robert Elis, der auch der Bobbe genannt wird. Der ist nicht zu übersehen. Bodenständig, bayerisch und Gott sei Dank friedfertig. Ne? Aber trotzdem wünscht man sich, dass er nicht stocksauer wird. Ja, und wie immer freuen uns an dieser Stelle Herrn Stumpfes Zieh und Zupfkapelle. Wenn man es doch denkt, es war wieder mal bloß eine Fake News, ein Gerücht. Was? So der Kaiser, heute kommt der Dustin Hoffmann. Oh, komm, jetzt schwätzt nicht um den Herr. Da, nimm die Kurbel, dann macht der Vorhang auf. Protestwähler sind oft stocksauer. Ich hoffe, bei mir ist nicht von Dauer. Die Welt ist nun mal kompliziert.
und mancher die Geduld verliert, da wäre es dumm und nicht zum Lachen, würde man den Bock zum Gärtner machen. Fang auf, Frau Maxi Gschettenbauer. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Servus. Servus. Jawohl, Stimmung in der Butze. Freut mich schon, genau. Schönen guten Abend, hallo. Maxi Gschettenbauer, so heiße ich. Das ist aber tatsächlich nicht der komplette Name. Der ganze Name ist Maximilian Ronald Alfons Gschettenbauer. Und ich habe meine Mutter gefragt, wieso? Und sie hat mir das folgendermaßen erklärt: Maximilian wegen König von Bayern, Ronald, weil dein Vater so heißt, und Alfons, weil wir nicht wollen, dass du glücklich wirst. Das ist ein super Name, Alfons, aber das Problem ist, damals in der Schule, da warst du halt dann der Arsch, ne? Als das dann rauskam, als die ganzen Klassenkameraden dann gehört haben, so, Alfons ist ja voll der doofe Name, habe ich gesagt, ja, stimmt, hast recht, Kevin. genau, Niederbayern bin ich aufgewachsen, ich bin in Straubing geboren, bin in Schwarzach aufgewachsen und dann bin ich nach Köln, lebe da auch schon seit 12 Jahren und nein, bin ich nicht. Erklären Sie es den anderen nach der Show. Und, und das ist total interessant, weil meine Mutter, natürlich besuche ich noch meine Eltern, ist ja klar, die wohnen noch in Schwarzach, wo ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter, die hatte vor 2 Wochen Geburtstag, ist mir heute eingefallen. Und die liest, das ist kein Witz, die liest gerade 50 Shades of Grey. Haben Sie davon hier vorne mitbekommen, 50 Shades of Grey? Oh, die Damen alle so, ne, wir sagen nichts, wir sagen nichts, wir bleiben alle neutral. Hier vorne, 50 Shades of Grey? Ja, hier auch? Ja, okay, sonst hier, das ist so ein, so ein Roman, wo sich zwei kennenlernen und führen so eine Sadomaso-Beziehung, okay? Für mich total der kranke Scheiß, okay? Ich komme nach Hause, ich sehe das Buch 50 Shades of Grey bei meiner Mama auf dem Nachttisch liegen, ja? Und ich frage sie so, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und in meinem Kopf frage ich mich selber, wieso will ich das gerade wissen? Will ich nie wieder schlafen? Ich frage sie, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und sie sagt einfach so, oh ja, langweilig. Wenn deine Mama dir sagt, dass sie ein Buch über Sadomaso langweilig findet, ey, dann siehst du die Inneneinrichtung mit ganz anderen Augen, ja? Boah! Denk so, hey Mama, was liegt denn der Kochlöffel hier so rum hier? Ha? 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 Ja, aber da merkt man auch an so einer Sache, ich bin da Feminist, sage ich euch ganz ehrlich. Also wirklich, ich habe so viel, die Frauen in meinem Leben sind alle so stark und so souverän und sie sind auch klüger als ich. Das merke ich auch. Meine Freundin zum Beispiel, die stellt mir so gute Fragen, wo ich keine Antwort drauf habe. Mit denen ich auch nicht rechne. Neulich fragt mich meine Freundin aus dem Nix, Schatz, wenn man Schafe schert, erkälten die sich? Und ich dachte mir, was für eine dumme, schlaue Frage. Und ich will das dann unbedingt wissen. Ich recherchiere dann stundenlang, ich google wochenlang www.schafliebhaber.de. Dann antwortet da Erdogan 69. So macht man einen Witz über Erdogan ohne Klage. So geht das. Aber das ist interessant, ne? Die fragt mich Sachen, die setzt mich dann schachmatt. Da habe ich dann keine Chance mehr. Da weiß ich, wir sitzen im Auto, ich fahre, sie sitzt daneben, guckt aus dem Fenster raus und sieht da so Vögel fliegen und fragt mich, Schatz, glaubst du, Vögel planen was? Und ich sitze daneben. What? Ja, weil die sind ja immer in Gruppen unterwegs. What? Deswegen planen Vögel was, weil die gleichzeitig alle am selben Ort sind? Glaubst du, zwei Amseln fliegen nebeneinander und besprechen so die Weltlage?
Und dann so, die Lage in Kairo stabilisiert sich gerade. Ja, dann wird es Zeit, dass wir die Ölpreise anheben. Die beste Frage, die sie mir neulich gestellt hat. Da wusste ich wirklich gar nichts mehr drauf. Das war der Hammer. Fragt die mich aus dem Nix, Schatz, hat ein Flugzeug eine Hupe? Und hier ist das Ding. Ja! Das hat eine Hupe, aber nicht für die Luft. Der Pilot muss in der Luft nicht hupen. Der muss nie auf Reisehöhe so machen. Miep, miep. Siehst du dieses dumme Arschloch? Siehst du das? Wie flieg doch einfach, flieg! Mensch, die blöde Sau, die überfliege ich jetzt. Ich will den sehen, ich will den... Oh ja, Pilot, mit Hut fliegt er, mit Hut, ist klar. Und auf 19J hat er noch einen Wackeldackel am Fenster. So ein Drecksack. Wie bitte? Eine Klopapierrolle. Oh, hinten auf... Ich merke schon, wir fliegen die gleiche Linie, wir beide, oder? Kann das sein? Ja, das stimmt aber wirklich. Manchmal sieht man so Autofahrer, das ist eine Klopapierrolle, wo man sagt, alles klar, der kackt im Auto. Das verstehe ich. Das ist sehr schön. Na gut. Ah, weißt du, da komme ich das erste Mal hierher und schon wird das Programm erweitert. Das finde ich sehr schön. Das ist doch gut. Komme ich öfter, gerne hier. Aber jetzt nochmal, das Flugzeug hat tatsächlich eine Hupe, aber nicht für den Luftverkehr. Das ist kein Scheiß. Das Flugzeug hat eine Hupe, um das Bodenpersonal auf sich aufmerksam zu machen. So, jetzt habe ich eine Frage. Wie bekifft muss das Bodenpersonal sein, dass ein Flugzeug auf sich aufmerksam machen muss? Wie läuft da der Typ mit dem Betankschlauch so übers Rollfeld? So? Wo ist es? Miep, miep. Ah! Da hätte ich fast den Jumbojet vom Scheich übersehen. Meine Damen und Herren, es gibt viele Komiker, die jetzt hier an dieser Stelle eine Abschlusspointe machen würden. Habe ich aber nicht. Wiedersehen. Danke. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. So. Welcher ist meiner? Der mittlere hier? Der Freie. Der Maxi. Servus. Der Maxi aus Schwarzach. Schwarzach, genau. Wie kann man von Schwarzach nach Köln gehen? Schwarzach ist schön, Schwarzach ist grün. Ja. In Köln. Da merkt man schon, dass du noch nie in Schwarzach warst. Ja. Ist einfach so schwarz. Nein, Schwarzach ist einfach sensationell. Das Problem ist, die Leute da, die sind schon von Natur aus witzig. Ja. Und da, sehr schön. Da. Cheers. Cheers. Lieber. Freut mich, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, aber gern. Komm wieder. Ja, hier fällt meine Alkoholsucht gar nicht auf. Und ich muss immer Wein trinken, damit die Leute glauben. Ja, ich könnte euch noch eine Weile zuhören, aber es kommen leider unsere Stumpfes. Und zwar haben die heute einen Titel. Ja. Du kannst doch nicht leider sagen. Nein. Der Kalle wollte sagen, ich muss euch leider jetzt unterbrechen, weil jetzt kommen unsere Stimmen. Ja, genau, so ist ja auch gut. Also, ja. Aber ich muss wirklich sagen, die Rolling Stones sehen super aus. Immer noch. Ganz fantastisch. Sensationell. Ja. Ganz toll. Genau. Ja, und heute kommen unsere Stumpfes rein und instrumental. Los geht's. Thank you.
weiß gar nicht. Ich habe mich schon einmal über etwas aufgeregt, das gar nicht gestimmt hat. Ja, Gerüchte. Gerüchte, das sind die Rauchfahnen der Wahrheit. Ja, aber so Gerüchte, die können dann auch gleich Nachricht machen und gleich manipulieren. Nicht? Gerüchte, sagt man auch, sie sind wie Falschgeld. Nicht? Rechtschaffene Leute täten sie niemals herstellen, aber gedankenlos und einfach in Umlauf bringen. Ja, apropos Geld, Jan Kirt, du hättest in Monte Carlo letzten Monat 100.000 Euro beim Roulette verloren. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das war nicht in Monte Carlo, das war in Baden-Baden. Ja, und es war auch nicht letzten Monat, sondern vor 20 Jahren. Und es waren auch nicht 100.000 Euro, sondern 100 Mark. Und die habe ich nicht verloren, sondern gewonnen. Ja, dann hat es ja fast gestimmt. Ich habe überhaupt kein Verständnis für solche Fake News. Nicht? Und schon auch nicht für solche Wutbürger und solche Protestwähler. Nicht? Denn bei denen da ist ja das Hirn auf der Straße und nicht mehr im Kopf. Ja, aber man könnte ja diesen Trend gastronomisch ausnutzen. Wie denn? Wir schreiben vorne auf Tafel, heute wutbürgerliche Küche. Aber Blödsinn. Oder Jäger 90 Schnitzel. Also Blödsinn. Oder Straßenschlachtplatte. Blödsinn. Oder heute Sonderangebot, halt dein Maultasch. Eine gute Idee. Das machst du jetzt und dann kurbelst du den Vorhang auf. Ah, ja. Am Anfang ich stocksauer war. Die Wut ist nun verflogen. Ich finde es ganz wunderbar. Und dies ist nicht gelogen. Vorhang auf für der Bobby. Jawohl. Servus. Nein, es ist nicht Fasching, das ist mein normales Outfit. Ich schaue immer so aus. Okay. Ja, schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr da seid. Okay. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich habe zwar schon gesagt, der Poppy, aber richtig gescheit einmal vorstellen. Also ich bin der Poppy, ich bin 1,98 Meter schwer, 100 Kilogramm groß. Ich habe blonde Nasen und fette Haare. Bin von meiner Schwester, der Bruder und der Enkelbub vom Vater und seiner Mutter. Bin genau an meinem Geburtstag geboren und in der Oberpfalz daheim. Ja. Und ich bin wirklich ein Oberpfalz, ich meine, das sieht man. Das riecht man, das hört man. Na wirklich, also ich mag ja meinen bayerischen Dialekt und ich habe es eingangs schon gemerkt, ihr spricht auch alle Dialekt, gell? Nein, ja, Schwäbisch, klar. Und es gefällt mir wirklich närrisch. Weil ich liebe ja Dialekte, ist was Schönes. Also, egal welcher Dialekt, es kann bayerisch sein, Schwäbisch, Sächsisch. Nein, Sächsisch nicht. Nein, das ist auch kein Dialekt nicht, das ist Körperverletzung, aber das ist. Nein, um Gottes Willen. Aber was mich auch stocksauer macht, wie in Albin und Karli, wirklich, das macht mich stocksauer. Es gibt mittlerweile so viele Gegenden, wo es kein Bayerisch mehr reden und verstehen. Da regt mich auf. Fahr mal auf München, Landeshauptstadt von Bayern. München. Ne? Du, da reden und verstehen sie kein Bayerisch mehr. Geh mal in München in McDonald's, geh mal rein. Ja, steht der Inder drin und versteht dich nicht. Blödes Beispiel ist schon klar, weil in jedem McDonald's steht der Inder und versteht ihn nicht, aber ich verarsche ja immer. Ich verarsche ja immer den Inder. Also ich bin letztes Mal durch den McDrive gegangen. Ich gehe immer durch, bist schneller mit meinem Auto, müsst ihr ausprobieren. Geh durch, schreit er schon raus fürs Kastel. Dann sagt er, guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Sag ich, Servus. Du, ich kriege ein super duper tappes Steakhouse mit Grip American Style Doppelwopper Fleischpflanzerl, Semmel mit extra Gurken. Und dann kannst du hören, wie blöd das er schaut. Wirklich das. Wollen Sie eine Apfeltasche dazu? Apfeltasche? Nein, ich trage so. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Wo sie auch überhaupt kein Bayerisch reden, das ist in Dubai. Ich hab das nicht gewusst, ich flieg letztes Jahr auf Dubai, Urlaub. Ich,
ich bin mit der Lederhosen untergeflogen, weil ich gesagt habe, hey, wenn die mit ihrer Tracht bei uns rumlaufen, kann ich auch mit meiner Tracht bei denen rumlaufen. Du steigst vom Flieger aus, hau mich ins Taxi, grinst du mich an, der Taxifahrer. Sagt er, du Bayer? Sag ich, freilich bin ich ein Bayer. Du auch Bayer. Du, dann hat er nichts mehr gesagt. Ich glaube, der war auch von München. Weil das. Und dann habe ich das erst gemerkt. Ich habe das vorher wirklich nicht gewusst. Dubai und Bayern. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, wirklich, Dubai und Bayern. Weißt, auf deiner Seite grantig schauende Männer, Kopftuch Weiber und eine Sprache, wo du nicht verstehst. Und auf der anderen Seite Dubai. Kein Schmarrn. Meine Oma kommt aus dem Bayerischen Wald. Tiefste Oberpfalz. Ganz hinten. Hinterm Hint. Da wo du sagst, ui, viel kommt da nimmer. Da dahinter. Und wenn ich meine Oma besuche, wirklich, da gibt es Ecken und Gegenden, da verstehe ich die Leute nicht. Ich war das letzte Mal hinten, weil ein Freund von mir hat in einem Nachbardorf Haus gebaut. Hat er gesagt, hey Poppe, wir haben ein Haus gebaut, nice Haus, schaust du uns ein nice Haus an. Gell? Und habe gesagt, sehr gerne, nice Haus, ich komme hinten. Jetzt habe ich die Straße nicht gefunden. Dann habe ich so einen Eingeborenen gefragt. Ja, der hat gerade Zwetschgen gepflückt, eine hat immer gefressen. Eine in Kübel, eine gefressen, Kübel, fressen, Kübel. Sag ich, Servus, du, wo ist denn da die Blumengasse 4? Schau dir mich an. Ein Zwetschgen knatscht nur in der Fotzen drin, nicht? Und sagt zu mir, komm mal, kein Kind, ich war auf dem Buckel, ich hab im Mikro. Sag ich, tu mal die Zwetschgen raus, ich versteh dich nicht. Du, der Zwetschgen raus, schaut mich an und sagt, komm mal, kein Kind, ich war auf dem Buckel, ich hab im Mikro. Ich hab die Hitten von meinem Freund bis heute nicht gesehen. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Zurück zu Dubai. Was ich sagen muss, in Dubai, wirklich. Lauter schöne Leute. Wirklich. Lauter schöne Leute. Vor allem die Männer. Ich meine, die Frauen sieht man ja nicht. Die sind schon da. Aber die sind ja alle verschleiert. Die haben alle so eine schwarze Tischdecke. Ja, schwarze Tischdecke, Seeschlitz. Musst aufpassen, bei einer wollte ich fast einen Brief einwerfen. Ich sag dir, musst du aufpassen. Du, und das ist wirklich passiert. Ich lieg in Dubai am Strand. Kommen zwei so Tischdeckweiber. Die eine stellt sich ans Meer hin, die andere hat ein Foto gemacht fürs Familienalbum. Schönes Foto. So Strand, Meer, Skyline von Dubai, Tischdeck. Und dann haben sie getauscht. Hat sie die hingestellt, wo vorher das Foto gemacht hat. Haben sie wieder ein Foto gemacht. Was wieder Strand, Meer, Skyline von Dubai. Zweite Tischdeck. Was soll denn der Scheiß? Du brauchst ja das Beutel bloß zweimal ausdrücken. Da kannst du alles hinstellen. Scheißegal. Stell einen Schneemann hin, schwarze Tischdeck drüber. Was? Ja, Schneemann ist ein Blödsinn, ist schon klar, aber dass man sich das vorstellen kann. Ich meine, ich habe mir gedacht, war eine geile Geschäftsidee. Man müsste einen schwarzen Briefkasten nehmen, an alle Sehenswürdigkeiten hinstellen, ein Foto machen, auf eine Homepage aufladen und dann können sie die Tischdeckweiber, die Beutel da oben runterladen, können sie vor ihrem Mo angeben. Du kannst sagen, schau her, Schatzi, da war ich am Busch Khalifa, da war ich am Strand und da war ich im Solarium. Das ist kein Schmarrn, in Dubai gibt es Sonnenstudios. In Dubai! Nicht bloß, dass der Stern hier runterbläscht und dann sagt, nein, was soll denn das bringen? Du darfst ja mit der Tischdecke nicht ausziehen. Jetzt gehst du mit der Tischdecke ins Solarium. Dann gehst du heim. Da darfst du dich dann ausziehen. Wie schaut denn das aus? Du, die ist kass weiß und oben hat einen Balken mit der Batman oder Zug. Oder nein, also. Ich hab dann ein bisschen weiter gedacht. Wie willst du da unten eine Frau kennenlernen? Du siehst ja nicht, was du kriegst. Du kaufst die Katze im Sack. Also die Katze unter der Tischdecke. Miau. Ist ganz klar, da kann ein junges hübsches Mädel drunter sein. Oder die Mutter. Oder die Oma, das weißt du vorher nicht. Jetzt, wenn du da zwei so Beulen siehst, das können Brüste sein. Es können Kniescheiben sein. Es können Brüste an die Kniescheiben sein. Oder das Gehwackel von der Oma, das weißt du nicht.
Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Essen mit der. Jetzt merkst du, dass am nächsten Tag wieder sind, du weißt ja nicht, ob das dieselbe ist. Jetzt sagt jeder halt, das Essen war super, aber der Mann, der war ja gar nicht, dass meine Mom, Oma, habt ihr Hunger, geht's ihr morgen hin? Okay, ich muss sagen, es war eher ein bisschen nasch, weil ich bin eine Freundin aus Saudi-Arabien, weil die Eltern sind konservativ, bayerische Eltern. Ich bin eine Freundin aus Saudi-Arabien mitbringen, da, wie war denn das? Weißt du, ich stehe vor der Haustür, sage ich, Schatzi, das sind meine Eltern, Mom, Pap, das ist die saudi-arabische. Deswegen, ich suche mir eine mit einem bayerischen Dialekt und ich darf euch bitten, holt auch euren Dialekt und dann passt es. Pfiat euch, servus. Jawohl! Servus! Ja! Ja! Jetzt sind wir stark bayerisch belegt. Ich bin froh, dass. Ja. Deshalb will ich ja keinen Streit mit dir. Hast du einen Stuhl ein bisschen aufgedreht? Nein! Du, was lache ich? Ich sitze. Ehrlich? Ja, du sollst schon mal erzählen, wie du untersuchst, wenn ich stehe. Ja, da bist du gelernt, ne? Ja, aber stark bayerisch besetzt heute. Ja, ja, ja. Ja. Leider, liebe Leute, sind wir wieder am Schluss angekommen. Ist wahr. Ja. Oh. Oh. Das ist jetzt schon traurig. Ja, gut, Schluss. Zum Schluss, und das ist kein Gerücht, kommt mein neuestes Gedicht. Oh, nein, nicht schon wieder. Stocksau. Hätt ihr das Gericht schockiert? Ich habe einen Informant, der schwört, dass der einen kennt, der wo einen kennt, dem sei Cousin mit eurem Pent, die sei ganz Plattform, ich nicht lüg. Das steht sogar auf WikiLeaks. Leak ist Englisch und heißt Leck. Und du mich auch, jetzt hast du Dreck. Bis jetzt war nämlich alles rund. Leck mich am Arsch und bleibe gesund. Jetzt raus ja leider, zwar doch grad so heiler. Jetzt zusammen greifen für die nächste Freunde, drum heu.